Sehr großer Vogelzug erwartet. Ich habe schon wieder 668 Tote. Was soll denn der Käse? Fast mehr Tote als Infizierte gehabt. Das ist ja gar nicht schön. So, ich bin gespannt, wie schnell das sich ausbreitet. Es geht eigentlich. Ich habe jetzt eigentlich sehr viel Ausbreitung gemacht. Also dürfte da echt viel gehen können. Ich bin gespannt. Ich kann natürlich dann noch Übertragung Stufe 2 und so machen. Bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Huch, zwei Länder auf einmal. Jetzt geht's aber schnell. Jetzt sind wir zwar eh schon wieder in 2015 drin, aber es geht eigentlich. So viele Infizierte habe ich noch gar nicht, aber viele Länder schon infiziert. Das ist eigentlich brutal. Das finde ich gerade ein bisschen phänomenal. Das ist echt so unterschiedlich ist. Was ich auch schön finde, die Musik ist zu jeder Krankheit anders. Alter, hörst du mir auf? Schweres Erdbeben in Japan. Gut, höre ich gern. Alter, ich werde gleich mit Klicken nicht mehr fertig. Ich nehme mal Sicherheits die Leertaste schon mal. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Ah, okay. Er ist ja doch ein bisschen auffällig, ne? Russland startet Arbeit an Heilmittel. Okay. Ich bin ja noch unauffällig und ganz chillig. Deswegen dürfte das eigentlich relativ ein neutraler Durchbruch. Alter, das kostet mich sogar. Ich muss das sogar fast lassen. Ja, komm. Lass ich einfach mal. Weil die Ausbreitung ist ja eh enorm. So viele Länder fehlen eigentlich gar nicht mehr. So, hopp. Dann gewöhne ich ihn noch an die Hitze und nochmal an die Kälte und Tabletten auch noch. Und dann kommt die Forschung, wird auch noch behindert. Das wird echt schwer, ne? Also 34 Jahre dauert es momentan. Das ist eigentlich super, wenn es so lange dauert. Verstörende Berichte über Mr. Krabs. Wissenschaftler weisen nach, dass Mr. Krabs theoretisch menschliche Gedanken zum Vorteil der Krankheit manipulieren können. Weitere Nachforschungen sind nötig. Okay. Ich finde es auch schön, dass er nicht rot, sondern orange hier dargestellt wird. So, Grönland ist infiziert. Auch Kanada ist infiziert. Es fehlen eigentlich nur noch die warmen Länder hier. Aber es kommt auch noch. Alter. So. USA werden immer mehr und mehr. So, die Inder fangen auch schön langsam an. Ah, die Chinesen haben mal wieder einiges gebracht an Infizierten. Aber wenn die Inder mal noch anfangen, bin ich eh schon so gut. Oh, Grönland ist fertig. So, jetzt geht wieder so ein Schub los. So, 1% ist erst fertig. So, komm schon. Ich müsste noch ein bisschen auf Ausbreitung setzen. So. Können du noch... Was? Können der Länge nach erweitert werden? Erhöhte Geschwindigkeit und Reichweite. So, okay. Jetzt kann er über Luft auch noch. Es ist schon brutal. Irgendwie will ich das alles erforschen. Nur, dass ich weiß, was hier... So, erhöhte Mutationschancen will ich dann noch... Ich finde es halt wirklich nur schade, dass die Krankheit nur mutieren kann. Mehr nicht. So, komm.
Tote werden auch nicht mehr. Ist eigentlich immer noch recht gut. Bin immer noch gespannt, wie viele Punkte das ich überhaupt brauche, um tödlich zu werden. So, aber es geht voran. Ein bisschen was ist schon geschlossen. Das stimmt mich gerade ein bisschen missmutig. So, aber auch... Oh, jetzt glaube ich... Oh, Hirnfortsatz hat er entwickelt. So, jetzt muss ich doch eigentlich schon beinahe alle Länder hier... Nee, bei weitem nicht. Aber alle zu billige Länder oder niedrig entwickelte Länder. So, Hirnfortsatz entstehen durch... Entstehung von Fortsätzen im zentralen Hohlraumsystem beginnt... Ermöglicht verstärkte Kontrolle über das Gehirn des Wirtes. Peter-Rezeptorenblocker freigesetzt. Dämpft Unbehagen im Wirt und reduziert Stärke allergischer Reaktion auf den Wurm. Alter. Verwirrung. Komm. Das kriegt er noch. Unreife. Verändert Hormonproduktion. Führt zu Rückgang der Reifeentwicklung. Niedrigere Hygienestandards erhöhen Infektionschancen. Geil. Wahrnehmungsverschiebung. Fortsätze. Ach komm, nehme ich mit. Extrem geil, die Krankheit. Das ist echt geil. Die ist aber immer noch nicht tödlich. Muss man ja dazu sagen. Aber ich habe bald alle Länder und die Menschheit ist verwirrt. Ein Jahr und 224 Tage braucht die ganze Kacke. Frankreich ist führend. So, ich weiß echt nicht, wie ich die hier zum Erfolg führen muss, aber es sieht nicht so verkehrt aus, was ich hier mache. Mittlerweile Simbabwe ist noch nicht infiziert, aber die werden auch nicht mehr lange standhalten. Alter. Wurm wächst und erhöht Druck im Schädelinneren. Risikoabschätzung im Wirt schwer gestört. Führt zu riskanten und impulsiven Entscheidungen. Ah, so tötet er sich. So, okay. Jetzt kann er Ankinum... Wirt leidet an Gleichgewichtsstörungen und stößt häufig mit anderen Menschen und oder Objekten zusammen. Nehme ich gern mit... So, Psychosen. Alter. So, jetzt reicht's aber mal wieder. Ich habe eh beinahe schon wieder alle Menschen hier... Oh, infiziert. Aber ich mache hier schon wieder einen Haufen Tote. Wahrnehmungsvorstellungssymptome hat er noch selber gemacht. Das ist schon cool. So, komm. Nur noch ein paar Leute. Dann sind alle hier infiziert. So, wenn alle infiziert sind, kann ich wirklich volle Kanne auf Tödlichkeit gehen. So, irgendwie muss ich dann noch versuchen. Das kann ich noch. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Da sieht man mal, wie er schon schön langsam über das ganze Hirn zugreift. Das ist schon geil. Das ist echt eine echte Krankheit, die gefällt mir gerade. So, jetzt haben wir nur noch 232 Tage. Aber die ersten Menschen sterben schon. Das finde ich super. So, wenn hier mal aufgehört wird. Mit der Heilung.
Wäre das super. So. Ich muss endlich mal an den Punkt wieder kommen, wo ich sagen kann, ja, jetzt kann ich schon langsam anfangen. Mit der Tödlichkeit. Kognitive Störung. Alter. Der macht das auch noch alles von selber. Das ist schon cool. So, komm. Dass ihr es ein bisschen schwerer habt. Ein bisschen zumindest. Hat aber nicht viel gebracht. So, Zentralaffe bombardiert infizierte Städte. Was macht ihr denn? Die armen Leute. So, kommt schon. Mann, schon wieder mehr Tote als Infizierte. Wenn ich das schon wieder sehe, kriege ich Anfälle. Hm, hier funktioniert es ein bisschen besser. Heieiei. Die kommen hier mit der Forschung gut voran. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Ein bisschen zumindest. Weil die Forschung noch ein bisschen beeinflussen kann. So, komm. Es geht auch noch eine dritte Stufe, aber die kostet 29. So. Okay, hör mir auf. So. Erst 16 Millionen Tote. So, könnte bitte Zentralafrika mal endlich anständig anfangen? Das wäre super. Ah, die haben die Grenzen auch schon zu. Die müssen sich selber infizieren. Na, komm schon. Was? Ukure Defik angekündigt. Ja, ja, okay. So, kommt schon. Die letzten Länder noch. Ich will jetzt nicht meine letzten... Alter, jetzt kommen immer mehr und mehr Symptome zusammen. So, geht doch. Da geht's auch schön langsam. Wird auch. Komm. Ich muss die mit der Forschung irgendwie stoppen. So, komm. Entwickeln. Entwickeln. Es hilft nicht. Muss ich machen. Jetzt habe ich aber keine Punkte mehr. Aber definitiv nicht mehr. Und ich kann nichts dagegen machen. Mensch. So, was ist das? Aggression. So, verletztes Gewebe verursacht Sprachstörungen. Ah, okay. Gut. Deutlich verlangsamt. 229 Tage. Das wird eine knappe Kiste. So, ist nicht tödlich, aber ein Heilmittel wird mal wieder gebremst. Das ist halt das... Das habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich noch nicht ausprobieren können. So, kommst du endlich mal über einen kritischen Punkt? Okay. So. Alter, die Welt ist ja eh schon fast ausgerottet. Sehe ich gerade. Das bringt gerade einen Haufen Leute um. Alter, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass manche Länder sogar schon fast tot sind. So, ich hoffe nur, das letzte Land wird hier noch schnell fertig gemacht. Ah, und schon kennt man, dass die ganze Heilmittelforschung einschläft. So. Noch ein paar Leute. Hör mir auf. So, die sind auch schon fast infiziert. Nur noch 13 Millionen und die sind gleich fertig. Also nicht 13 Millionen. Ja, die ganze gesamte Menschheit infiziert. So, jetzt kann ich noch Aggressivität nehmen. Und dann kloppen sie sich noch ein.
So, und auf den ersten Versuch schaffe ich den neuen Virus. Man glaubt es nicht. Das wurde schon ein bisschen knapp. Weil man muss sagen, man wurde früh entdeckt. Und da muss man dann natürlich Gas geben. Und im richtigen Moment abschätzen, ja, jetzt kann ich oder jetzt kann ich nicht. So, die letzte Milliarde an Leuten. So, entwickeln kann ich hier nichts mehr. Ah, ein schöner... Ja. Wurm. Nexus. Irgendwas. Keine Ahnung, wie sich das Ding nochmal nennt. Aber echt cool. Echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Wieder was echt anderes.